beim letzten Mal ja schon damit begonnen und ich weiß noch viel zu sagen und intensiv vorbereitet, deswegen räume ich das Feld und übergebe es dir. Ja. Vielen Dank. So, vielen Dank, Anja. Vielen Dank Ihnen allen, die Sie gekommen sind. Ich möchte ganz besonders mich bei meinen Lehrern während meiner ethnologischen Studien bedanken, die hier sind. Professor Diawara, der beim letzten Mal auch schon da war. Und Dr. Markus Lindner, der auch heute dazu gekommen ist. Dr. Lindner war der erste Ansprechpartner überhaupt, den ich hier an der Goethe-Uni getroffen habe. Und durch ihn bin ich dann in die Ethnologie, also Institut, gekommen. Also danke, dass du da bist. Vielen Dank. Es war für uns toll, dass du da warst. Danke. Also heute geht es um Identität. Ich habe einem Mitbruder gesagt, heute werde ich über die Identität etwas sagen. Und er hat gesagt, oh je, das ist ein Fass ohne Boden. Wie willst du denn anfangen? Ich habe gesagt, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Dann hat er gesagt, fang einfach so an. Stell dir mal vor, ich stehe vor dir. Wer bist du für mich und wer bin ich für dich? Dann habe ich ihm gesagt, okay, das ist ganz klar, deutlich, weil das ist eine Ich-Du-Beziehung und die Grenzen zwischen ich und du helfen uns einfach, Identität wahrzunehmen. Dann habe ich ihm gesagt, für mich bist du ein Deutscher. Dann habe ich ihn dann gefragt, für dich, wer bin ich für dich? Dann hat er gesagt, ja, also ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht wie ein Deutscher vor dir, weil wir uns schon sehr lange kennen. Das bedeutet, dass die Bekanntschaft irgendwas an der zwischenmenschlichen Beziehung und auch der Wahrnehmung von Identität ändert. Für mich, für ihn, bin ich der Mitbruder, mit dem er lange gelebt hat. Und er weiß, dass ich in Bonn aufgewachsen bin. Insofern sagt er, dir gegenüber bin ich kein Deutscher, dir gegenüber bin ich ein Schwabe. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen, auch mit dieser Vorlesung zu beginnen, mit der Vorbereitung. Identität, das ist, eigentlich wollte ich mit dieser Vorlesung, mit diesem Thema beginnen, aber es war doch gut, viele Informationen zur Sahelzone einzubringen. Das ist das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Also einfach eine Vorstellung von dieser Zone zu haben, gegenwärtig und auch vor dem Hintergrund der Geschichte. Und das wird uns helfen, heute besser zu verstehen, was überhaupt eine sahelische Identität sein kann. Und danach werden wir auf die christlich-muslimische Beziehungen in der Sahelzone eingehen, weil es ist klar, wenn man von Religion in der Sahelzone spricht, muss man automatisch von christlich-muslimischer Beziehung sprechen, weil Islam bildet nun mal die Mehrheitsreligion. Und dann können wir auf die Missionsgeschichte eingehen und dann alles andere, alles Weitere kommt im Nachhinein. So, die Fragestellung. Gibt es überhaupt eine sahelische Identität? Das ist die Frage. Gibt es die überhaupt? Und wenn es sie gibt, in welcher Form? Wie kann man das wahrnehmen? Und wie wird sie in unserer globalen Welt verortet? Denn wir leben ja in einer Welt, wir sind vernetzt mit vielen anderen Menschen, wir leben jetzt nicht in einem Kontext, das abgekoppelt ist vom Rest der Welt. Wir leben mittendrin. Wie kann man diese Identität tatsächlich verorten? So, darum wird es gehen in dieser Vorlesung. Gliederung, das sind sehr viele Punkte, aber Sie werden sehen, es geht schnell voran. Zunächst mal ein paar Worte zur Identität als Einführung. Dann werden wir über unsere globale Welt ein paar Worte sagen, Globalität. Dann Kultur, wie verstehe ich Kultur? Das ist auch ein anderer Fass ohne Boden. Welche Kulturdefinition könnte man hier für diese, zu unserem Zweck verwenden? Und dann kulturelle Identität in der Globalität.
Wie versteht man überhaupt kulturelle Identität in unserer globalen Welt? Und erst dann, bevor wir überhaupt über die sahelische Identität zu sprechen kommen, müssen wir zunächst mal etwas sagen über die afrikanische Identität. Obwohl es, ich tat mir sehr, sehr schwer, das zu schreiben, weil das ist so breit und das kann man nicht einfach in ein paar Worte sagen. Allein schon afrikanische Identität, das ist schon viel. Also. Aber immerhin, ich werde versuchen, als Einleitung oder Überleitung zu dem, was wir als sahelische Identität, unter sahelische Identität verstehen. Und dort werden wir auch ein bisschen verweilen, bevor wir ein Fazit ziehen. Amin Maalouf, Identité meurtrière. Mit ihm möchte ich beginnen. Und er hat gesagt, also wie kann man Identität definieren? Für ihn ist Identität, was mich einzigartig macht und nicht mit dem anderen identifizierbar ist. Das bedeutet, das, was mir eigen ist und das, was ich bei den anderen nicht in dieser Form wahrnehmen kann, das ist Teil meiner Identität. Amin Maalouf, Sie kennen ja bestimmt Amin Maalouf, ist ein französisch-libanesischer Schriftsteller, in der Französischen Akademie aufgenommen mittlerweile. Schon seit meiner Studienzeit, Studien der Philosophie, habe ich ihn, seine Schriften gekannt und seitdem lese ich ihn sehr gerne. Ja. Er selber ist einer, der eine Kreuzung von vielen Identitäten ist. Ursprünglich ist er Libanese, ist aber mittlerweile Franzose geworden. Seine Geschichte ist einfach, ja, er hat es auch erzählt, über mehrere unterschiedlichen Wege ist er nach Frankreich gekommen mit den Eltern. Und dann ist er Schriftsteller und nicht irgendwelch ein Schriftsteller. Er ist einer der besten Schriftsteller Frankreichs geworden, sodass der auch in der Französischen Akademie aufgenommen wurde. Und wenn er von Identität spricht, dann hört man gern zu, weil er weiß, wovon er spricht. Und er sagt das, dass wir ein Netzwerk von Identitäten sind. Wir sind ein Netzwerk von Identitäten. Zurzeit bin ich ein Dozent hier, aber gleichzeitig bin ich auch ein Priester und ich bin auch ein Jesuit, ich bin auch ein Mensch aus dem Tschad und ich bin auch, ja, ich war auch ein Lehrer. Also alle diese Erfahrungen kommen zusammen und daraus entstehe ich. Ich bin ein Netzwerk vieler Identitäten. Und das ist bei allen so. Besonders in einer globalen Welt, wo wir in Beziehung mit unterschiedlichen Menschen sind. Also wenn man nur eine Identität hervorhebt, das ist schon fragwürdig. Wir sind ein Netzwerk von Identitäten. Es ist auch so schön, dass du einfach so hörst. Wir sind ein Netzwerk von Identitäten. Ja, und dann muss man ganz schnell, da wir von Afrika sprechen, von der Ubuntu-Philosophie sprechen. Was ist diese Ubuntu-Philosophie? Das wurde vor allem in Südafrika, im südlichen Teil Afrikas entwickelt. Das war zunächst mal eine Volksweisheit, Volksvorstellung, die mittlerweile eine Volksphilosophie geworden ist. Und Ubuntu kann man zusammenfassend so deuten. Ich bin, weil wir sind. Ich bin, weil wir sind. Also es besteht eine enge Beziehung zwischen mir als Individuum und meiner Kommunität oder mit den anderen, mit denen ich in Kontakt bin, in einen gewissen Bezug bin. Also hier gibt es diese Gegenüberstellung von Individuum und Gemeinschaft nicht. Hier spricht man eher von Gemeinschaft im Individuum selber. Also als Individuum, als Person, als Subjekt bin ich schon ein Teil der anderen. Das bedeutet, ich bin, meine Geschichte ist auch von der Geschichte anderer gemacht und von dem, was andere Menschen
mir gegeben haben. Meine Eltern, meine Freunde, also meine Professoren, meine Lehrer und so weiter. Und auch mit denen ich in Zukunft in Kontakt bleiben werde. Dann kommen noch dazu die ganzen Ideen, die ich übernommen habe. Überzeugungen. Also im Individuum selber gibt es sowas wie etwas Gemeinschaftliches. Und das hat der, den kennen Sie bestimmt, Desmond Tutu. Wer kennt Desmond Tutu nicht? Nicht, dass ich weiß. Okay. Desmond Tutu war ein südafrikanischer Bischof, Anglikaner. Er war sehr eng verbunden, also freundschaftlich, auch in der politischen Kampf gegen Apartheid mit Nelson Mandela zusammen, die beiden. Ja, die waren sehr eng miteinander. Also nach Nelson Mandela kommt Desmond Tutu, also in der südafrikanischen Vorstellung vom Kampf gegen den Apartheid. Und er hat diese Philosophie tatsächlich übernommen und wollte damit zeigen, dass man gar nicht das Individuum und die Gemeinschaft auseinandernehmen. Die muss man immer zusammen betrachten. Ja. Und das hilft auch, Identität besser zu verstehen. Ich bin kein Einzelner, der keinen Kontakt mit den anderen hat oder der erst Kontakt mit den anderen herstellen muss. Indem ich bin, bin ich bereits die Summe der Erfahrungen, der Geschichten, der Beziehungen mit anderen. Also in mir leben andere. Ubuntu. Dann schlage ich vor, weil ich weiß, dass es ein sehr heikles Thema ist, schlage ich vor, dass wir Identität nicht essentialistisch verstehen. Also in der Ethnologie ist es schon gang und gäbe, aber das ist nicht, wie ich so wahrgenommen habe, unter meinen Mitbrüdern in St. Georgen nicht so selbstverständlich in einer gewissen Richtung von Theologie. Ja. Also nicht essentialistisch, das heißt, also Essentialismus wurde vor allem von Pierre Bourdieu, der französische Soziologe, definiert als das, was eine soziale Gesellschaft, also soziale Gruppe, als Merkmal ein für alle Mal, als fast ein Stereotyp, beziehungsweise wie eine biologische Marke ja, in seinen Haut steckt. Also Stichwort, man sagt zum Beispiel, Afrikaner spielen gern Trommel. Afrikaner spielen gern Trommel. Vielleicht war ein Ethnologe mal in Kongo und war bei einer Feier und hat gesehen, wie viele Trommel gespielt haben und gemeint, ja, alle Afrikaner spielen Trommel. Tatsache ist, dass die Mehrheit der Afrikaner kein Trommel spielen können. Ja. Also das sind so diese Merkmale. Das, was man von einer gewissen Gruppe einmal erfährt hat, meint man, dass diese Eigenschaft eigentlich Merkmal dieser sozialen Gruppe für immer und aller Zeiten ist. Das, also wenn man mit so ein Verständnis von Identität und von Kultur vorgeht, dann kann man wirklich die Sache nicht erfassen. Identitäten haben eine Geschichte. Also Identität kann man nur entlang der Geschichte, also den Prozess, des geschichtlichen Prozesses verstehen. Und das hat vor allem der kanadische Philosoph Charles Taylor in seinem Buch Die Quellen des Ichs, des Seins oder des Ich, Les Sources du Moi, geprägt. Er sagt zum Beispiel, der moderne, also freie, rationale, im Rechtsstaat lebende westliche Mensch ist eigentlich ein Produkt der Aufklärung. Gäbe es die Aufklärung nicht, würden wir vielleicht nicht so jetzt den modernen westlichen Mensch erleben. Also es gibt sozusagen, die Geschichte spielt hier eine wichtige Rolle. Auch neben der Geschichte gibt es auch die Einprägung der Geschichte im Bewusstsein aller Menschen. Nämlich das, was wir kollektives Gedächtnis meinen. Das kollektive Gedächtnis sind eigentlich die Folgen von geschichtlichen Ereignissen in unser Gedächtnis. Und das bleibt meistens bei gewissen schon
existierende Völker sehr stark. Also ein Beispiel, das wir nennen können, ist natürlich die Geschichte der Juden. Also heute sich als Jude zu verstehen, steht auch im Zusammenhang mit der Verfolgung der Juden. Also das gehört einfach zusammen. Und so, genauso wie sich als heute Schwarzafrikaner verstehen, automatisch wird man von der Sklaverei, von Dreieck-Sklavenhandel sprechen und auch von der Kolonialzeit. Das sind so Eigenschaften der Geschichte, die irgendwo im kollektiven Gedächtnis eingeprägt sind und die eine Rolle in der Identitätsbildung spielen, eine wichtige Rolle. Okay, waren ein paar Worte zur Identität. Nun zur Globalität. Normalerweise sagt man Globalisierung, aber ich bevorzuge mit Ulrich Beck Globalität zu sprechen, weil Globalisierung essentialistische Züge hat. Also Globalität ist viel besser. Also heutige Identitäten müssen im Rahmen unserer globalen Welt verstanden werden. Also das ist, braucht keine weitere Erklärung. Aber was ist Globalität? Was ist Globalisierung? Einer der wichtigsten Namen der Globalisierungsforschung ist, der Globalitätsforschung ist natürlich Anthony Giddens in seinem Buch The Consequences of Modernity. Und wir können ganz einfach Globalität als das Globalwerden der Weltordnung, und zwar unter politischem, wirtschaftlichen und kulturellen Gesichtspunkt, weil die Völker sich näher gekommen sind, sich öfter begegnen aufgrund technischer Entwicklung, aufgrund der Mobilität. Insofern rücken wir immer zusammen und ja, ein Mensch, der vor 10 Jahren keine Chance hätte, einen anderen Menschen, aus der 200 Kilometer oder 300 Kilometer von ihnen entfernt lebt, zu begegnen, heute ist es viel, viel einfacher, ihn auch zu begegnen. Also das Globalität bedeutet einfach das Globalwerden der Welt, der Weltordnung unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Es gibt auch einen Begriff, McDonaldization oder Coca-Colaization of the world. Das bedeutet eine Verbreitung eines gewissen westlichen Gesellschaftsmodells in die ganze Welt. Hier können Sie zum Beispiel ein Coca-Cola Flaschen sehen, aber in unterschiedlichen Sprachen. Ja. Das ist eine Art Anpassung an unterschiedliche Sprachen, aber das bleibt Coca-Cola. Also jeder kann daran Coca-Cola erkennen. Also die Verbreitung auf der ganzen Welt einer gewissen Gesellschaftsvorstellung des Konsums, Kultur auch, der Konsumkultur auch. Kennzeichen dieser Globalität sind die Internationalisierung der Weltpolitik und Weltwirtschaft, die Verbreitung des westlichen Gesellschaftsmodells, wie ich eben gesagt habe. Dann haben wir auch einen geänderten Bezug zu Raum und Zeit. Heute kann man sehr schnell reisen. Zum Beispiel der Heinrich hat mich mehrfach in der Elfenbeinküste besucht. Und er kann sich eigentlich ja vorstellen, heute ist er da und in 2 Wochen sind wir gemeinsam in Yamoussoukro irgendwo. Das war vor 100 Jahren nicht möglich. Und auch bezüglich der Zeit. Ich brauche heute nicht mehr irgendwo zu einer Tagung zu gehen. Ich bleibe zu Hause über Zoom. Ja, nehme ich an dieser Tagung teil und erspare mich die ganze Zeit dorthin. Also unser Bezug zu Raum und Zeit hat sich in der globalen Welt verändert. Dann beginnen sich auch lokale und globale Identitäten. Das, was man in der Ethnologie Ende der 90er Jahren schon Glokalität bzw. Glocalization benannt hat. Dann gibt es auch die sogenannte Entterritorialisierung. Heutzutage verbindet man nicht unbedingt eine Identität mit einem gewissen Territorium.
Es gibt Chinatowns überall auf der Welt. Man muss nicht in China sein, um von einer chinesischen Identität oder Kultur zu sprechen. Die kann man auch hier in Frankfurt finden oder in New York, wo es ein Chinatown, also China-Stadtviertel gibt. Also das sind so Kennzeichen der Globalität. Natürlich hat man dann sehr viele Befürchtungen gehabt. Ich bringe hier nur drei Fragen vor, die öfters gekommen sind. Mit der Globalität geht man dem Ende des Nationalstaates entgegen? Bedeutet Globalität Ende des Nationalstaates? Tatsache ist, dass schwache Staaten sich bedroht fühlen von den Weltkonzernen, die immer stärker in überall auf der Welt kommen und auch örtliche Wirtschaften kaputt machen können. Also zum Beispiel Kleinbauer in Nordkamerun haben sehr viel darunter gelitten, wie Weltkonzerne tatsächlich mit ihren Produkten dort gingen. Was die vor Ort produziert haben, das hat niemand mehr darauf geschaut. Man will lieber Jeans aus Texas als, was weiß ich, Stoff, das von Nachbar gemacht wird. Insofern die lokale Wirtschaft wird kaputt gemacht. Schwache Staaten haben darunter wirklich sehr viel gelitten. Aber die starken Staaten, beziehungsweise USA, China, Russland, die sind immer stärker geworden. Immer stärker. Also, es hängt davon ab, ob man schwach ist oder stark ist. Eine andere Frage. Irreversibler, orientierter Prozess oder kann man den Prozess der Globalität auch ändern? Mittlerweile ist die Antwort bekannt. Es ist nicht irreversibel. Es ist von Menschen gemacht, beziehungsweise von Entscheidungsträgern gemacht. Dieselben Entscheidungsträger können auch die Sache anders machen. Also Politik und Wirtschaft, wenn man den Profis überlässt, dann wird es natürlich schwierig, weil die natürlich eine gewisse Agenda verfolgen. Das ist für jedermann, also jeder, der sich ein bisschen daran interessiert, muss sich daran damit auseinandersetzen. Und das habe ich vor allem von Raoul Fornet Betancourt gelernt. Er ist ein kubanischer Philosoph und Theologe. Er veranstaltet sehr viele Tagungen zur Interkulturalität auch. Bei ihm habe ich das wirklich geschätzt auch gelesen und verstanden vor allem. Ja. Also es ist ein wichtiger Name. Er wohnt in Aachen. Sehr wichtiger Name. Was Globalitätskritik angeht, aus meiner Sicht. Trägt denn die Globalität zu Wohlergehen der Menschheit? Nein. Klar, es trägt zu Wohl des Kapitalismus, klar, aber nicht unbedingt aller Menschen. Und deshalb gibt es diese Bewegung, die man Altermondialismus nennt. Also Altermundus, das bedeutet eine andere Welt als diese Welt, das vom Kapitalismus geprägt ist, ist möglich. Und es gibt sehr viele Aktivisten, die sich auch dafür einsetzen. Gleich noch ein Fokus auf eine dieser Aktivisten, die aus der Sahelzone kommt. Aber davor noch ein paar Vorwürfe und Widerstände gegenüber der Globalität, wollte ich noch mal drauf kommen. Also Kritik des Neoliberalismus, also Neoliberalismus als die Ideologie, die wirtschaftliche, politische auch Ideologie überhaupt nach dem Fall des Berliner Mauers, also der Ende des Kalten Krieges. Neoliberalismus, Francis Fukuyama hat zum Beispiel von Ende der Geschichte gesprochen, weil er gemeint hat, der Neoliberalismus wird jetzt in die ganze Welt verbreitet und es wird keine andere konkurrierende Ideologie mehr geben. Hatte er recht? Ja, die Geschichte zeigt uns das nicht unbedingt. Ne? Aber zu damaliger Zeit, also Ende der 90er Jahren, war das schon ein Thema. Da gibt es auch die Kritik an den westlichen Imperialismus und vor allem in den ehemaligen Kolonien. Kapitalismus als Expansionismus, der nicht auf die
örtige Gegebenheiten achtet, wird auch kritisiert. Und man hat sogar sich davor gefürchtet, dass laute Kulturen aussterben. Aber kann denn eine Kultur sterben? Diese Frage überlasse ich den Ethnologen. Es gab auch Widerstände gegen die Globalität, indem man lokale Sprachen gefördert hat. Ich habe sogar gemerkt, dass ein Mitbruder von mir, also er mir gesagt hat, vielleicht einige kennen ihn, Pater Norbert Lofink, hat gesagt, seitdem er die sogenannte postmoderne Theorie, seitdem er sich damit befasst, spricht er gern Frankfurterisch, weil er seinen frankfurterische Dialekt betonen will. Also es gibt sozusagen eine Gegenbewegung gegenüber dieser omnipräsente, überall wahrzunehmende englische Sprache und ja, sogar auch Standarddeutsch, ja, Stichwort in Bayern zum Beispiel, ne, ja. Dann gibt es auch vor allem in Sozialwissenschaften das, was man die Erfindung lokaler kultureller Identitäten nennt, aber dazu noch mehr. Eines wollte ich noch sagen, bevor ich mit dir also auf etwas anderes zukomme, nämlich der Beitrag von Schmuel Eisenstadt. Er sagt, es gibt eigentlich mehrere Modernitäten. Es gibt nicht nur eine, die westliche Modernität. Es gibt unterschiedliche Arten von Modernitäten. Die Art von Modernität, die wir hier im Westen kennen, das ist nicht das Gleiche wie etwa in Japan. Die sind auch modern, aber nun mal anders, es ist nun mal anders. Und es ist auch nicht dasselbe wie zum Beispiel im schicken Stadtviertel von Lagos. Auch anders, ganz anders. Ja. Insofern hat man mehrere Arten von Modernitäten. Ja. So, das war's zu Globalität. Gibt es denn Fragen? Ich weiß, das ist ein riesiger Fass, aber immerhin. Gibt es etwas, das nicht rübergekommen ist, nicht verständlich war? Vor allem von dem, was ich eben gesagt habe. Was man da so erwähnen muss, ist das Internet. Ja, das genau. Das ist eine ganz neue Dimension der Globalität. Eben, eben. Durch die Möglichkeit des Internets kann man ja in der Sekunde in China, Afrika, Amerika sofort Kontakt aufnehmen, wenn man die Sprache beherrscht. Genau, eben, ja, das stimmt. Das ist eine Sache, die sich dann mal ganz neu darstellt. Ja, überall findet man der. Also das ist die globale Identität. Heutzutage. Ja, ja. Handynutzer. Jemand, legt das mal weg. Genau, stimmt. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich wäre natürlich auf den Beitrag der Kollegen hier angewiesen, die sich also viel, viel besser auskennen in Sache Globalität als ich. Die Historiker und ja, Moraltheologen. Ja, okay. Dann wollte ich unbedingt über diese Frau sprechen, also Aminata Traoré. Ja, Professor kennt sie, kommt aus Mali. Sie ist eine Aktivistin, aber auch eine große Wissenschaftlerin. Als ich zum ersten Mal das Buch von ihr gelesen habe, da habe ich so etwas wie ein Aha-Erlebnis erfahren, weil ich bin immer davon ausgegangen, ich komme aus dem Tschad, also der Tschad wird immer von der IMF, die Bretton Woods-Institutionen, mit vielen Geldern versorgt. Und ich habe mir immer gedacht, ja, je mehr Gelder wir bekommen, desto entwickelter werden wir. Und als ich ihr Buch gelesen habe, da habe ich gemerkt, gerade weil wir Gelder von den Bretton Woods-Institutionen bekommen, werden wir arm bleiben. Das war ein Aha-Erlebnis für mich. Warum? Weil sie eine Aktivistin, die wirklich gegen diese Agenda der Bretton Woods-Institutionen ist und
nach wie vor bleibt. Sie ist 1947 in Mali geboren. Sie ist Psychologin, aber vor allem Schriftstellerin. Sie hat nicht nur das Buch, mehrere andere noch. Sie kritisiert den Liberalismus, der ja omnipräsent in der Globalität ist. Sie kritisiert das. Sie sagt, etwas anderes ist möglich. Natürlich gehen wir vorzugsweise Richtung Sozialismus, aber afrikanischer Prägung. Aber diese rein kapitalistische Vorgehensweise, das hilft uns nicht weiter, sagt sie. Und das kritisiert sie. Und sie sagt, das Problem unserer afrikanischen Länder, vor allem der Länder in der Sahelzone, die ja zu den ärmsten Afrikas gehören, ist, dass die zu viel Gehör diesen Banker von den Bretton Woods-Institutionen schenken. Die sollten mal ja, weniger ihre Anweisungen folgen, dann wird es uns besser gehen. Also das war wirklich für mich ein Aha-Erlebnis. Und ich habe sehr gern ihre Bücher gelesen. Und sie hat wirklich gezeigt, wie die sogenannte Strukturanpassungs, wie heißt das, Reformen, strukturelle Anpassung habe ich in den 90er Jahren, das hat viele afrikanische Länder noch in krasser Armut, weil man soziale Finanzierung gekürzt hat. Also heute auf morgen musste man viele Schulen schließen, Krankenhäuser werden nicht mehr genug versorgt, weil es einfach nicht mehr genug Gelder gab. Warum? Weil man daran also Geld für die Wirtschaft aus dem sozialen Bereich holen sollte. Aber wofür ist die Wirtschaft, wenn der Mensch wenn er krank ist, ins Krankenhaus gehen kann oder keine entsprechende gute Bildung bzw. Ausbildung genießen kann? Nichts. Und tatsächlich haben wir gemerkt, 10 Jahre später, diejenigen, die auf der Schule waren zu dieser Zeit, vom Niveau her ist es rasant gesunken. Und woran liegt das? Sie sagt, das liegt an die Politik der Bretton Woods-Institutionen. Das war für mich wirklich ein Aha-Erlebnis. Also ich wollte sie nochmal als Aktivistin des Altermondialismus da zeigen. Also Fokus. So. Identität, über Identität habe ich ein bisschen gesprochen, über Globalität auch ein bisschen. Mit welchem Kulturbegriff wollen wir arbeiten? Und hier werden Ethnologen lächeln, das bin ich mir sicher. Clifford Geertz ist ein sehr wichtiger Name in der Ethnologie und es gibt zwar sehr viel Kritik an seiner ein Verständnis von Kultur, seine Definition von Kultur. Sie wissen ja, es gab, wie man so schön sagte, eine Inflation der Kulturdefinitionen. Es gab, man hat bis 150 unterschiedliche Definitionen von Kultur rezensiert. Also es gibt wirklich eine Inflation der Definition von Kultur. Aber mittlerweile ist doch die Definition von Clifford Geertz, trotz vieler Kritik, doch irgendwie geblieben. Und das ist auch meine Lieblingsdefinition, weil das in Richtung Semiotik bzw. die Bedeutung der Realität, die wir wahrnehmen, geht. Also Kultur als Sinngebung. Und er definiert Kultur als essentially a semiotic one, believing with Max Weber that man is an animal suspended in webs of signification he himself has spun, I take culture to be those webs and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law, but an interpretative one in search of meaning. Also das, was für ihn wichtig ist, ist, dass der Mensch Schöpfer seiner Kultur ist. Also Kultur steht nicht über uns und wir sind sozusagen von Kultur programmiert. Der Mensch ist derjenige, der die Kultur schafft. Natürlich leben wir in einer Gesellschaft, die schon eine Kultur ist. Wir leben eine gewisse Sozialisation in einer Gesellschaft, klar. Aber wir tragen auch dazu bei, indem wir Sinn geben, indem wir unserer Umwelt Sinn geben.
Also wenn ich von Sinn spreche, denkt man automatisch an Vernunft, Aufklärung und so. Nein, bevor wir überhaupt vom rationalen Mensch im Westlichen, also in der, was wir aus der Philosophie so wissen, spielen Symbole eine wichtige Rolle. Und selbst in unserer sehr rational gewordenen Welt sind Symbole nun mal wichtig, um Sinn zu geben. Symbole. Deshalb kann man sagen, dass der Mensch eigentlich ein symbolisches Tier ist. Und aufgrund dieser Auffassung von Menschen kann er Deutung geben, selbst wenn er nicht eingeschult ist im rationalen Denken. Also der Mensch schafft Bedeutung. Und zwar, diese Bedeutung, das geht nicht nur einfach von sich selbstverständlich so vor. Manchmal geht es auch um gewisse Kämpfe, Verhandlungen. Und am Ende merkt man doch, dass eine Bedeutung irgendwie den Vorrang hat. Das ist aber das Ergebnis einer Verhandlung. Das hat zum Beispiel in der Philosophie Jürgen Habermas auch was bezüglich des Rechtsstaates theoretisch erfasst und auch erlegt, also kommunikatives Handeln für die Philosophen unter ihnen. Es ist so, es gibt sozusagen diese Idee der Verhandlung, nicht nur von Rechte, sondern auch von Bedeutung vor allem. Was bedeutet das, was du sagst, dies für uns heute? Also, wir könnten mit Clifford Geertz Kultur als einen Prozess der Sinngebung verstehen. Also Sinngebung, um die eigene Welt zu verstehen und zu bewohnen. Dass wir nicht in einer Dinge, die uns fremd sind, umgeben sind, sondern dass wir diesen Dingen auch eine gewisse Bedeutung geben. Ja, dass die für uns was bedeuten und dass wir daraus dann irgendwie nochmal andere, neue Sinn schaffen. Also unsere Welt einfach bewohnen. Also uns in dieser Welt zugehörig fühlen. Ja. So, ich arbeite mit dieser Verständnis von Kultur. Aber gleichzeitig versuche ich, dieses Verständnis mit dem Verständnis von Alioune Diop zu verbinden. Also, wer ist Alioune Diop? Also im frankophonen Bereich ist er vielleicht der erste wichtigste Intellektuelle überhaupt. Weil durch ihn sind sehr viele afrikanische Intellektuelle entstanden. Er war nämlich selber Schriftsteller, Politiker und vor allem Begründer des Verlags Présence Africaine. Und in Présence Africaine gibt es sehr viele, also viele der ersten wissenschaftlichen Studien, die von Schwarzafrikanern überhaupt in französischer Sprache publiziert worden sind, die waren in diesem Verlag. Und das hat Alioune Diop gegründet. Er selber hat sich sozusagen zurückgezogen, um den Beitrag der anderen sozusagen in den Vordergrund zu stellen. Das ist wirklich ein selbstloser Intellektueller, den wir wirklich sehr ehren. Er hat auch den gleichnamigen Zeitschrift Présence Africaine auch gegründet, wo viele, also wenn Sie mehr wissen wollen über die ersten Veröffentlichungen im frankophonen Bereich, dann einfach diesen Verlag oder Zeitschrift, dann werden Sie laute bekannte afrikanische Namen dort sehen. Er hat die befördert. Er hat was Wichtiges zur Kultur gesagt. Nicht viel, aber sehr Wichtiges. Er sagt, Kultur darf nicht zu Macht- und Herrschaftsausdrucken dienen. Also wenn man Kultur als etwas sieht, der mich besser macht oder der mich höher stellt als den anderen, dann nutzt man Kultur als einen Machtausdruck. Und das ist nun mal nicht die Rolle der Kultur. Die Rolle der Kultur ist es, Sinn zu geben. Warum sagt er das? Das sagt er in den 60er Jahren vor der Europäischen Gesellschaft für Kultur. Also wir waren noch gerade noch in der Kolonialzeit, wo es Völker entlang einer gewissen evolutionistischen Skala
eingeordnet waren und wo Schwarzafrikaner halt in den unteren Teil dieses Skalas eingeordnet waren. Da hat er gesagt, Leute, ihr wollt Kultur als ein Machtinstrument verwenden. Das ist nicht die Rolle von Kultur. Das ist ein Verrat gegenüber der Kultur. Das hat er ausdrücklich gesagt. Aber was ist denn seine eigene Verständnis von Kultur? Nichts anderes als das. Kultur ist von Menschen. Ich liebe diese Definition von Kultur. Kultur ist von Menschen. Punkt. La culture est de l'homme. Das bedeutet, Kultur ist nicht etwas, das auf uns steht. Das ist von Menschen gemacht. Und der Mensch kann auch Kultur in so einen Sinn, also in so eine Richtung beziehungsweise Ausrichtung verstehen, dass es für ihn gut ist und für den anderen auch gut ist. Nicht, dass es für den anderen schlecht wird oder so Herrschaftsinstrument wird. Kultur ist, Punkt, 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 vom Menschen. Ja, also diese beiden Kulturverständnisse stelle ich die zusammen und versuche dann ja, aus der Perspektive der Sahelzone die Sache dann näher zu erfassen. Ja. So viel zu Kultur. Nun, wir haben von der Globalität gesprochen, wir haben von Kultur gesprochen. Was ist jetzt kulturelle Identität in der Globalität? Hier wollte ich nur drei Dynamiken, die in der Globalität vorzufinden sind. Das wird uns dann helfen zu verstehen, wie Identität, wie die Sahelianer heutzutage auch sich verstehen in einer globalen Welt. Drei. Das erste ist Globalisation, davon haben wir schon gesprochen. Globale und lokale Identitäten kommen zusammen. Aber es besteht trotzdem eine gewisse Spannung zwischen Globalität und Lokalität. Also, ich habe schon von Bayern gesprochen. Also ein Mensch aus Bayern, der, gibt es Bayern hier? Vielleicht ist es eine schlechte. Okay, Moment, dann nehme ich ein anderes Beispiel. Also diese Prägung für das Lokale, man ist doch irgendwie stolz, dazu zu gehören, zu einem gewissen kleinen Kreis. Und dann kommt auch noch eine andere Identität, die sich als überlegen vorstellt und kommt, sagt, oh, das ist doch etwas rein Provinzielles. Jetzt muss man Englisch sprechen, und zwar American oder British-Englisch und so. Es ergibt sich natürlich gewisse Komplexe, aber das sind nur Zeichen einer gewissen Spannung, die wir in der Globalität haben, in unserer Identität. Ja. Also wie wir uns jetzt verstehen. Das haben viele Sozialwissenschaftler auch erläutert. Hybridisation oder Kreolisation ist auch so ein Stichwort, also die Mischung unterschiedlicher Identitäten. Als wenn ich als Tschader lange Zeit auch in der Elfenbeinküste lebe, fühle ich mich angesprochen, wenn man von den beiden Ländern spricht. Nicht gleicherweise, klar, aber immerhin, das sind Teile meiner Identität geworden. Es gibt eine gewisse Mischung meiner Zugehörigkeit zu diesen zwei Ländern mittlerweile. Also, indem wir eben sehr mobil sind, treffen wir andere Kulturen, andere Identitäten, die in uns sozusagen sich mischen. Und das ist nun mal eine Dynamik, die wir auch sehen in der Globalität. Ich habe schon von Enterritorialisierung gesprochen. Das hat vor allem der Arjun Appadurai, amerikanisch-indischer Ethnologe, geprägt. So, dann wollte ich dieses Bild zeigen. Das erste Mal, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, ja, warum nicht? Weil in Kenia sind die Maasais mittlerweile für eine Tourismus-Identität, also es ist eine touristische Identität mittlerweile geworden. Also
eine gut ausgebildete Maasai, wenn er sich so seine Kultur vor, also kann er sich einfach so bekleiden, ja, kein Problem, ja, für ihn ist es überhaupt kein Problem. Tradition, aber er hat ein Handy, ja, Heinrich hat vom Handy gesprochen, er hat ein Handy in der Hand. Und vielleicht ist er auf Social Medias. Und dabei hat er seine, ja, die Kühe, die da hinten sind. Er lebt genauso wie früher, aber halt in einer modernen Umgebung. Nutzt moderne Mittel. Identitäten treffen sich auch vor Ort. Also es gibt fast kein Ort mehr, wo Identitäten sich nicht treffen, sozusagen. Und das hat man auch vor allem in der Sahelzone. Hier zum Beispiel, ja, ist auch so ein Bild, das also von sich schon alles sagt, ne? Aber es gibt auch Spannungen zwischen, wie ich gesagt habe, auch auf lokaler Ebene, zwischen lokale und andere, also westliche vor allem Kulturen, die vor Ort aufgrund der Kolonisation gekommen sind. Die lokalen Kulturen wollen sich immer mehr unterscheiden von den anderen dominanten Kulturen, die sie als herrschende, als dominante Kulturen erfahren. Das kommt immer wieder vor. Und es geht so weit, dass man manchmal fast ausgestorbene Traditionen wiederbelebt. Ein Beispiel, im Tschad, ich komme aus dem Süden des Tschad und bei uns ist die traditionelle Initiation für junge Männer, aber auch junge Frauen, das ist ein Muss, das ist eine Notwendigkeit. Meine Eltern wollten das nicht mehr machen, die sind Christen geworden und die meinten, okay, das ist nicht nur unsere Sache, aber meine Generation ist zurück zu den Wurzeln gegangen. Und alle Leute meiner Generation und die nach mir gekommen sind, wollen diese traditionelle Initiation wieder neu machen. Und so suchen sie mit eigenen Mitteln, ja, die Möglichkeit, diese zu machen, selbst wenn die Eltern nicht einverstanden sind. Das bedeutet, gegenüber, also im Kontakt mit der herrschenden Kultur, ergibt sich sozusagen die Rückbindung an Traditionen, die am Aussterben sind, aber die belebt man, um sich einfach zu, ja, sie, zum Ausdruck zu bringen, dass wir anders sind. Wir sind anders. Wir sind nicht wie die anderen. Das ist auch eine Dynamik, die wir auch in der Sahelzone wirklich ganz stark wahrnehmen und vor allem in der Kritik, in der postkoloniale und panafrikanische Kritik. Davon werden wir in den kommenden Tagen noch sprechen. Invention of Traditions, das ist so ein Stichwort auch in der Ethnologie, wo Traditionen, die es früher gab, die werden neu ins Leben gerufen. Ja. So, afrikanische Identität. Hier könnte man wirklich eine ganze Vorlesung daraus machen. Aber da ich irgendwas davon sagen, also die sahelische Identität ist eine afrikanische Identität. Ich kann nicht von sahelischer Identität sprechen und nicht irgendwas von afrikanischer Identität sagen. Rein nur aus diesem Grund spreche ich darüber, sonst würde ich das als, würde ich mehr Zeit dafür verwenden. Was ist eigentlich afrikanische Identität? Liegt das an Werte, an Normen, an Verhaltensweisen? Also wenn man solche Fragen stellt, dann hat man automatisch als Antwort, ja, zum Beispiel, es gibt gewisse Eigenschaften, die man überall in Afrika vorfindet, nämlich zum Beispiel, dass die Afrikaner gastfreundlich sind. Ja, zum Beispiel. Das findet man überall. Ja, okay. Aber reicht das, um das afrikanische Identität zu sprechen? Ja. Reicht das aus? Also, so, wenn diese Werte tatsächlich Dinge, die die Afrikaner sozusagen identifizieren, dann ist man nicht weit weg vom Essentialismus-Gefahr. Denn die Realität sieht viel, viel schichtiger bzw. vielfältiger aus. Es gibt Afrikaner, die gastfreundlich sind und andere, die es nicht sind, aber trotzdem Afrikaner sind. Also, wenn man von einer afrikanischen Identität definieren will, muss man weg von aus dieser
sehr essentialistische Ausrichtung. Man sollte eher entlang einer historischen Dynamik gehen. Also der Geschichte entlang kann sich sowas wie eine afrikanische Identität herausragen oder hervorgehen. Carola Lenz ist auch eine Ethnologin, das habe ich hier an der Goethe-Uni gelernt. Ja. Sie hat mal Ethnizität in Ghana geforscht und gemerkt, in dieser Region, vor allem in Nordghana und ja, an der Grenze zur Sahelzone, dass die Afrikaner vor der Kolonialzeit sich identifiziert haben, indem sie sich als Mitglieder eines Königreichs verstanden haben oder Mitglieder, also Untertanen eines Häuptlings oder zugehörig zu einem Dorf oder ein Kult, Clan, Altersklasse, Kaste, Beruf. Aber das, was man Ethnizität, Ethnien heute so versteht, also Stamme und so, das gab es nicht vor der Kolonialzeit. Nicht in der Form, in der wir das jetzt verstehen. Das ist eine Erfindung während der Kolonialzeit. Und zwar, das hat vor allem Modimbe ganz klar gesagt in seinem Buch The Invention of Africa, die Erfindung Afrikas. Afrika ist eine Idee, die erfunden worden ist in der Kolonialzeit. Das ist auch so eine Bombe. Wie, was? Da haben viele afrikanische Intellektuelle gesagt, nee, wir sind keine Erfindung der anderen, wir sind uns selber. Aber wenn man die Sache der Geschichte nachgeht, dann merkt man schon, die Lage ist schon ein bisschen anders. Aber mehr dazu später, weil Ethnizität tatsächlich ist auch hier ein Fass ohne Boden. Also, wenn man die afrikanische Identität entlang einer historischen Prozesses, einer historischen Dynamik verstehen will, wie macht man das? Welche Stufen muss man gehen? Sowas wie eine afrikanische Identität gibt es nicht seit geraumer Zeit. Das ist ein Produkt der Geschichte. Seit höchstens Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, und das ist natürlich eine Bombe, die da gemacht wird. Ja. Was? Afrikanische Identität gibt es erst vor 200 Jahren? Ja, weil es hauptsächlich nach gewisser Autoren zwei Stufen ging. Die erste Stufe war die Stufe des Leidensgemeinschaft. Das, was man Afrikaner verstanden hat, sind alle diese Menschen, die auf dem Kontinent leben und die auf irgendeine Weise unterdrückt waren. Aufgrund ihrer Hautfarbe zum Beispiel, also Stichwort Rassismus seit dem 16. Jahrhundert oder sogar ein bisschen früher, 15. Jahrhundert sogar, meine ich. Sklavenhandel, atlantischer Sklavenhandel, ja. Diskriminierung, also Kolonisation, alle, die vom Westen sozusagen unter den Westen gelitten haben, haben sich zusammengetan. Und daraus ist sozusagen sowas wie ein kollektives Bewusstsein der Leidenden, der Verdammten der Erde, wie etwa Franz Fanon sagt, les damnés de la terre. Also das ist sozusagen eine eher negative Zusammenfügung von unterschiedlichen Leuten, die sich unterschiedlich identifiziert haben, zunächst mal vor der Kolonialzeit. Dann kamen schwarze African Americans aus den USA, also befreite African Americans, zurück nach Afrika, vor allem in Liberia, das ein Land war, das nie kolonisiert wurde. Das ist ein Stück Land Afrikas, wo alle Sklaven, die es wollten, zurückkommen konnten. Und unter denen gab es ein paar Pastoren, vor allem Edward Blyden, die dann gemerkt haben, dass die gleiche Diskriminierung, die sie in den USA erlitten haben, dass selbst in Afrika auch die Sache weitergeht, weil die Kolonialzeit noch nicht zu Ende war. Und die haben dann Forschungen gemacht, wo sie den Stolz
Afrikaner zu sein, auf den Vordergrund gestellt haben. Und das waren die ersten wissenschaftlichen Arbeiten, auf die Leute wie etwa Cheikh Anta Diop sich stützen werden, um den Missing Link sozusagen zwischen Altägypten und heutiger Afrika wieder neu zu finden. Das alles nur damit man sozusagen den Stolz, einfach sich selbst zu sein, wiedergewinnt. Das war diese Zeit. Das ist das, was man afrikanische kulturelle Renaissance nennt, Ende des 19. Jahrhunderts. Dann kommt auch in britischen Kolonien die sogenannte African Personality, also die Persönlichkeit des Afrikaners. Das muss man irgendwie zum Ausdruck bringen und auch irgendwie zeigen, dass es die gibt und dass es nicht darum geht, wenn man immer von Afrikaner spricht, dann muss man immer mit negativen Klischees in Verbindung bringen. Also die wollten auch positive Dinge damit verbinden. Und das war vor allem aber in den britischen Kolonien. In den französischen Kolonien hingegen, Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es die sogenannte Negritude-Bewegung. Negritude-Bewegung. Das hat auch Frobenius, also in Zusammenarbeit mit Leopold Sédar Senghor, mitgeprägt auch, also befördert. Die waren beeinflusst von den Bürgerrechtsbewegung in den USA. Sie müssen sich vorstellen, das waren Studenten in Paris, die laute Intellektuellen, also schwarz wie die, aus den USA kamen, sahen. Und die wollten sich an diese Leute identifizieren, weil das waren Leute, die stolz waren, das zu sein, was sie sind. Und daraus ist dann tatsächlich diese Bewegung entstanden, Negritude, Leopold Sédar Senghor, Aimé Césaire. Das sind so die Namen, die wir aus dieser Zeit so kennen. Das Problem ist, mit dieser Leidensgemeinschaft ist, dass diese Identität eigentlich negativ beladen ist. Also man geht davon aus, dass wir haben viel gelitten, wir müssen was machen, wir müssen gewähren. Also immer diese Gegenüberstellung, ne, gegenüber den anderen. Eigentlich der andere in dieser Phase der Identitätsbildung, der andere ist der Kolonialherr. Ja. Also wenn man nicht aus einer binären, also gegenseitig dualistischen Beziehung rauskommt, dann bleibt man immer irgendwie gefangen drin. Ja. Also weil man irgendwann dann nach Anerkennung sucht. Denjenigen, den man bekämpft, von dem erwartet man auch, dass er unser Wert erkennt, dass er uns sozusagen emporhebt. Und das ist leider der Fall von vielen afrikanischen Intellektuellen. Die machen also sehr tolle Dinge, also wirklich in Dakar, in N'Djamena, in Niger, aber fühlen sich wohl, wenn sie in Frankreich eine Anerkennung bekommen. Also wenn der Typ eine Anerkennung vom tschadischen Präsidenten bekommt, für ihn ist das nichts. Aber von französischen Präsidenten, oh, das ist wichtig. Die Suche nach Anerkennung, das ist immer noch ein gewissen Komplex. Der Komplex, was der Franz Fanon von Komplex des Kolonisierten, man bekämpft zwar den Kolonialherrn, aber sucht gleichzeitig seine Anerkennung. Ja, das ist ein Komplex, das sehr schwierig ist rauszuholen. Ein Teufelskreis. So, das ist mein Lieblingsautor. Aber bevor wir auf ihn kommen, weil hier werde ich sehr viel sprechen, gibt es Fragen? Ja, ich habe auf mein Lieblingsautor gesprochen, so sind alle Fragen verschwunden. Er heißt Fabien Ebussy-Boulaga, ein Philosoph und Theologe aus Kamerun. Für mich ist er einer der besten Denker vielleicht Afrikas. Und sein berühmtestes Buch ist La Crise du Muntu, die Krise des Muntu. Muntu ist Singular von Bantu, also der Bantu in viele Bantu-Sprachen, also südlich der Sahara. Es ist das Wort für Mensch einfach. Also die Krise des Menschen, eben Identitätskrise. Heinrich hat von Identitätskrise gesprochen. Das hat der Ebussy-Boulaga thematisiert.
Also er war einer der ersten kamerunischen Jesuiten, unter den ersten kamerunischen Jesuiten. Ja. Er ist 2018 gestorben. Er sagt, wir sollten aus einer Leidensgemeinschaft raus, um dezidiert, also entschieden, in eine Schicksalsgemeinschaft zu gehen. Also die Schicksal wendet uns also Richtung Zukunft. Geschichte, Vergangenheit ist wichtig, klar. Aber die Vergangenheit und die Gegenwart müssen uns helfen, einen Weg in die Zukunft zu bahnen. Darum geht es uns. Also, und hier geht es nicht nur darum, Ideen zu entwickeln. Ideen haben wir schon sehr viele. Wir müssen handeln. Ja, wir müssen handeln. Also, antikoloniale Solidarität muss schon sein, aber auch, inwiefern wir unsere Gemeinschaft, also das Zusammensein, auch bündig machen. Also, Panafrikanismus. Wie können wir so solidarisch sein, dass wir uns sozusagen solidarisch fühlen, wo auch immer wir leben? Kann denn die afrikanische Diaspora wirklich was, also kann auf jeden Fall was Gutes für Afrika tun, aber will die Diaspora auch das machen und unter welchen Bedingungen? Aber auch umgekehrt, diejenigen, die in Afrika sind, sind die bereit, Menschen aus der Diaspora zu empfangen, also ihre Ideen auch entgegenzunehmen? Also Zusammenarbeit halt, auch auf der Ebene der Identitätsbildung. Ist es möglich? Also es gibt schon gewisse Dinge, die gemacht worden sind. Also die Organisation der Afrikanischen Union, dann die Afrikanische Union. Vielleicht, wir hoffen später, die Vereinigten Staaten Afrikas. Das hoffen wir zumindest, ja. Mit Hauptstadt Addis Abeba. Genau. Also, aber dafür müssen wir auch raus aus diesem Teufelskreis. Also diesen Komplex, von dem ich gesprochen habe, um sich neu zu erfinden. Ja. Aber dann kommen wir direkt auf die sahelische Identität zu sprechen, nachdem wir über die afrikanische Identität haben. Wir haben gesagt, dass die afrikanische Identität oder Afrika eine Erfindung ist. Modimbe hat das gesagt. Und ein anderer Ethnologe hat die Sache auch auf die Sahelzone gebracht. Das ist der Jean-Louis Amsel, französischer Ethnologe. Er sagt, das, was man sahelische Identität nennt, das ist eine Erfindung der Kolonialzeit. Also ich als ein Mensch der Sahelzone sollte gar nicht stolz darauf sein, mich zu sagen, ja, ich bin stolz, ein Mensch der Sahelzone zu sein, weil das eigentlich zu einer kolonialen Agenda gehörte, diese Identität zu stiften. Das war schon heftig, das zu hören. Vor allem von Seite vieler sahelischer Intellektueller. Warum? Weil in der Kolonialzeit wollte man sozusagen eine Trennung zwischen dem Norden Afrikas, also zwischen den Weißen, also die Tuaregs sind viel nördlicher, und die Schwarzen im Süden. Also die Sahelzone ist sozusagen eine Zone dazwischen. Ja, dazwischen. Und dann hat man gemeint, das ist auch die Zone zwischen einer eher zur islamischen Zivilisation angehörigen Teil, also eine anerkannte Zivilisation, ja, also so vor allem im Westen, und den sogenannten primitiven Kulturen des Südens, des Schwarzafrikas. Ja. Also, und dazwischen gibt es die Sahelianer auch noch. Und diese Sahelianer wurden mit den Fulanis identifiziert. Das sind wirklich die Samen der Trennung sozusagen zwischen diesen Völkern. Aber das sind natürlich Erfindungen, die von der Geschichte widersprechen werden. Denn laut der Geschichte gibt es einen Austausch zwischen Nord und Süd, seit dem 19. Jahrhundert zumindest. Wir haben ja das letzte Mal vom Königreich Ghana gesprochen, ja, wo Araber aus dem Norden und auch Berber aus dem Norden in den Süden kamen, um sich Gold zu holen. Also es gab schon Handel, vor dem 9. Jahrhundert schon. Insofern gab es schon Mischung. Und der Islam war in dieser Region
schon seit dem 9. Jahrhundert. Also die Geschichte sagt, nee, was ihr die ja, Verwalter der, Kolonialzeit sagt, das ist einfach Quatsch. Aber was dann passiert ist, ist, dass afrikanische Intellektuelle tatsächlich auch diese Identität, ja, sich wieder dieser Identität angeeignet haben. Weil die eben auf die Suche nach Anerkennung, wie ich gesagt habe, und dadurch sind wir in einem gewissen System. Aber stimmt das alles? Kann man das einfach dabei lassen und sagen, okay, es gibt nichts, das uns verbindet, diejenigen, die wir in der Sahelzone leben. Doch das, was uns verbindet, hat andere Gründe. Nicht mehr den Grund, dass wir auch kolonialistisch gegenüber anderen vorgehen, sondern dass wir politische, wirtschaftliche, kulturelle, soziale, aber auch einfach Sicherheitsherausforderungen vor diesem Hintergrund dann besser annehmen. Und allein schon aus der Grundlage, dass wir uns die Frage stellen müssen, vor der Kolonialzeit hatten wir doch eine goldene Zeit. Vom 12. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert gab es große Königreiche. Woran liegt das, dass wir jetzt unter den Ärmsten der Welt gehören? Woran liegt das? Wir waren doch ganz reich vor ein paar Jahrhunderten und heute geht es nicht mehr. Zu dieser Zeit, mittelalterliche Europa vom Reichtum her, konnte dieser Zone von Afrika überhaupt nicht mit dieser Zone von Afrika nicht konkurrieren. Aber heute sind wir Bettler. Wir kommen nach Europa, um dieser Reichtum wieder zu betteln. Woran liegt das? Das ist eine Frage, eine Grundfrage, die viele junge Leute in der Sahelzone sich stellen. Woran liegt das? Also, einer der wichtigsten Beiträge, meine ich, hat Joseph Kizerbo geleistet. Es ist ein wichtiger Historiker. Er hat die Geschichte Schwarzafrikas geschrieben, ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Also wer das Buch noch nicht kennt, ich würde auch das Buch noch weiter im Begleitseminar haben schon viele das Buch in den Händen gehabt. Das Buch, das ist wirklich wichtig für uns gewesen, dass die Geschichte Afrikas von einem Afrikaner geschrieben worden ist. In den 60er, Ende der 60er Jahren schon. Und dann gibt es natürlich viele neue Auflagen, also aus einer afrikanischen Perspektive. Und hier merkt man, er hat es wirklich in den Vordergrund gestellt, wie Afrika eine Geschichte hat. Denn in der Kolonialzeit ist in die westliche bzw. europäische, an die europäische Unis diese falsche Erkenntnis verbreitet worden, dass Afrika ein Kontinent ohne Geschichte ist, weil Afrika keine große Zivilisation hervorgebracht hat. Und jemand wie etwa der große Philosoph Hegel hat sowas gesagt, ne? Und Kant auch natürlich, ja, und dann viele andere wichtige Namen der Aufklärung. Die waren aufgeklärt, aber vielleicht in Sache Afrika nicht, Afrikas nicht. Ne? Und das hat noch 2006 der französische Präsident in Dakar in einer Uni gesagt. Das Problem Afrika, sagte er, das war Nicolas Sarkozy, das Problem Afrikas ist, dass Afrika noch nicht in die Geschichte eingedrungen ist. Hat er gesagt, 2006. Das zeigt von einer gewissen Unkenntnis eigentlich der reichen Geschichte Afrikas. Und Kizerbo hat dazu beigetragen, diese Geschichte Afrikas wirklich auch in den Vordergrund zu stellen. Das, was Afrika war, auch vor der Kolonialzeit, und das, was Afrika jetzt werden will. Und vor allem auch die Sahelzone, weil die Königreiche ja aus dieser Zone herkommen. Also es gibt doch irgendwie der Wille, also
mit Ausnahme von dem, was Amsel gesagt hat, Jean-Louis Amsel gesagt hat, es gibt doch der Wille, irgendwie zusammen zu sein, zugehörig, sich zugehörig gefühlen. Und zwar einfach, dass man sich zusammentut, um gewisse Herausforderungen heranzugehen. Ja. Sicherheitsprobleme, aber auch Entwicklungsprobleme. Wir müssen einfach zusammentun. Und es gab auch Versuche in der Geschichte schon. Zum Beispiel die Föderation von Mali und Senegal. 1959-60. Diese beiden Länder wollten sich zusammentun. Also Senegal ist etwas hier und Mali hier. Hier in Mali gibt es sehr viel Gold. Das ist der Dreieckland, das man Liptako Gourma nennt. Sehr viel Gold, sehr viele Rohstoffe hier, aber kein Zugang zum Meer. Ne? Und also, dass diese beiden Länder sich zusammentun, das wäre eine große, also eine Weltmacht geworden, ja, wenn es geklappt hätte. Leider hat es nicht geklappt. Warum? Weil zunächst wollte auch Benin hier und Burkina Faso dazugehören, aber der ivorische Präsident von damals, Félix Houphouët-Boigny, hat dann gesagt, nein, er macht nicht mit. Er stand der französischen Regierung sehr nah. Und hatte französische Interessen vertreten. Und auf dieser Grund sind diese beiden Länder zurückgetreten. Und dann hat er weitergemacht. Und zwischen Senghor, Léopold Sédar Senghor und Modibo Keïta gab es Probleme. Also hinterherkommen und sagen, der da hat das über dich gesagt. Und dann ist ihre beiden Beziehungen kaputt gegangen. Und auf dieser Grund haben sich auch die beiden Länder getrennt. Obwohl kulturell die sich wirklich sehr ähnlich sind. Ja. Also das war der erste Versuch, sozusagen auf Ebene der Sahelzone ein gewisses Bündnis zu haben, ja, das aber gescheitert ist. Dann haben wir auch die G5 Sahel, das ist aber von relativ neu. Also alle diese Länder haben sich zusammengetan mit Hilfe Frankreich, um gegen die den islamistischen Terrorismus zu bekämpfen. Aber das ist auch gescheitert. Warum? Weil es mangelnde Finanzierung gab. Europa, USA haben viele Gelder versprochen, die aber nie kamen. Dann gibt es auch einen Mangel an Kooperation zwischen parallelen militärischen Einsätzen. Während es diese G5 Sahel-Force gab, gab es gleichzeitig französische Soldaten, die hier stationiert sind, also überall hier, die waren in Mali, die waren in Burkina Faso teilweise, in Côte d'Ivoire sowieso, aber in Niger und im Tschad, die waren da, aber die haben nicht so kooperiert mit dieser G5 Sahel. Und aus dieser Grund ist dann ein Misstrauen zwischen den G5 Sahel und die französische Armee, die vor Ort war, also entstanden. Und ja, dann gibt es auch mittlerweile politische Probleme. So, es ging so weit, dass Mali, Burkina Faso und Niger gesagt haben, hey, das machen wir nicht mehr mit. Also wir wollen diese Terroristen doch bekämpfen. Und wenn wir mit unseren Soldaten im Norden von Mali hier kommen und die weiterverfolgen wollen, warum sagt ihr, französische Armee, nein, ihr dürft nicht weiter? Warum? Aus welchem Grund? Wir sind doch in unserem Land. Und so haben sie gesagt, nein, wir ziehen uns zurück. Das ist auch entstanden, nachdem mehrere Coups d'État in diese Länder entstanden ist, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Dann haben sie sich... Ja, bitte. Das ist erst vor einem Jahr. Also, das ist noch ganz kurz gemacht. Genau. Aber mittlerweile haben tatsächlich viele hier. Früher war es unvorstellbar, dass Terroristen, die hier waren, dass man die bis in Niger verfolgt. An der Grenze durfte man nicht mehr. Also das war sozusagen ein Zufluchtsort für die gewesen. Aber jetzt haben sie sich zusammengetan und gesagt, okay, wenn es Terroristen hier gibt, die Unheil hier treiben, dann werden wir die verfolgen als malische Armee bis in Burkina Faso,
bis in den Niederlanden, wenn es sein muss. Wir müssen die einfach fangen. Hat denn das geklappt? Es gab ein paar Einsätze, die geklappt haben. Es hat funktioniert. Ja. Dann gibt es mittlerweile also ein Bündnis dieser drei Länder. Die haben sich gesagt, und die hoffen, dass es so eine Föderation kommen wird. Aber das sind noch Träume. Wir träumen noch davon. Aber immerhin. Also warum? Diese drei Länder haben etwas Gemeinsames. Die Dreieckländer, das ist irgendwo hier. Das ist eine Region, wo es sehr viele Rohstoffe gibt. Gold, Diamant, Uran, Mangan, Gas, Erdöl. Sehr viele hier in dieser Region. Und das ist auch die Region, wo es sehr viele islamistische Terroristen gibt, die man nicht irgendwie wegkriegen konnte. So, also haben sie sich diese drei Länder zusammengetan. Früher schon haben die schon ein paar, also sogar ein Bündnis für die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes gemacht, 2070, 2011, 2018. Und jetzt, vor kurzem, also seit dem letzten Monat praktisch, August, ja, die haben diese Liptako Gurma Charta abgeschlossen, um den Terrorismus gemeinsam zu bekämpfen. Es ist ein Bündnis der drei, aber gegen Frankreich. Frankreich hat hier damit nichts zu tun. Ja. Nur diese drei Länder unter sich, mit Hilfe von Russland. Mit Hilfe von Russland. Also, es geht darum, eine militärische Solidarität zu haben, wie ich eben gesagt habe, aber auch eine wirtschaftliche Emanzipation. Die wollen in Zukunft vielleicht auch eine gemeinsame Währung machen, aber das ist noch in lange Zukunft. Also kein Franc-CFA. Franc-CFA, das ist die Währung vieler ehemaligen afrikanischen Kolonien, die bis heute noch von Frankreich indirekt verwaltet wird. Aber die sind auch offen für andere Mitgliedschaften. Also die hoffen, dass andere sahelische Länder in diese Bündnis schließen werden. Also mit dem Tschad gibt es keine Hoffnung, weil wir zurzeit eine Regierung haben, die Frankreich sehr nahe steht. Sehr, sehr nahe steht. Also das, was Frankreich sagt, das müssen die einfach machen. Ja. Obwohl es schon sehr viele Demonstrationen gibt, bei denen viele Leute auch erschossen worden sind. Darunter auch leider ein Neffe von mir. Das ist auch wirklich sehr grausam, auf grausamerweise. Also Tschad, das ist nicht für morgen, auf jeden Fall nicht. Senegal, man weiß nicht, vielleicht in den kommenden Jahren. Mauretanien mag sein. Sudan, die haben noch eigene Probleme, Krieg und so. Aber mal schauen, wie das so weitergeht. Ja, ja, Henrik? Ist das nicht so, dass die Wagner-Gruppe sich da schwer engagiert? Ja, die Wagner-Gruppe, ja, genau. Die Wagner-Gruppe, wo eigentlich hier auch Terroristen sind, und wie das überhaupt nicht, wenn wir sehen, wie die vorgehen. Die sind Söldner, ja. Die Söldner, ja. Genau. Und wir als West sagen, dass das Terroristen sind. Genau. Vielleicht wäre es ganz gut, den Vortrag zunächst zu Ende zu führen, dass wir dann im Anschluss, wenn überhaupt noch Zeit ist, Fragen zu formulieren und nochmal vielleicht so mittendrin, das würde die ganze Sache, glaube ich, etwas erleichtern. Es ist schon fast Viertel vor. Ja. Müsstest du in die Schlusskurve fliegen jetzt vielleicht? Okay, es bleibt auch nicht viel. Mhm. Ich wollte noch ich habe seitdem von Westafrika gesprochen, aber Tschad und Sudan weniger. Zwischen dem Tschad und Sudan gibt es auch starke Beziehungen, auch auf ethnischer Basis. Insofern, dort gibt es auch ein Gefühl von Zugehörigkeit, ja, die dort wahrzunehmen ist. Ich wollte auch ein paar diese Bilder zeigen, die Bilder von materieller Kultur, um einfach einen Eindruck davon zu bekommen, ja, wie sich so ist, also das, was wir Kunst nennen, aus afrikanischer Sicht, die auch sehr mit religiösen Motiven verbunden sind. Ja. Dann gibt es auch sehr viele kulturelle Events, die viele Sahelianer zusammentun und ein Gefühl von Zugehörigkeit schafft. Ja. Es ist nun mal Tatsache. Also, was ist sahelische Identität? Eigentlich gibt es nichts zu sagen, nicht viel zu sagen, Nachdem wir viel gesprochen haben. Sahelische Identität ist instabil, hybrid
und zwischenliegend. Vielen Dank. Ich würde gerne noch einmal zu dieser politischen Ebene zurückkommen. Du hast aufgezeigt, also dass, oder inwiefern vielleicht diese fünf Bemühungen, diese Allianz dort auch ein politisches Konstrukt ist mit bestimmten wirtschaftlichen Interessen und so weiter. Ja. Und hast gesagt, dass es vor allen Dingen antifranzösische Reaktionen gibt. Mhm. Aber jetzt ist ja gerade auch unter dem Vorsitzenden unserer Ministerin für Entwicklung, Svenja Schulz, nochmal Sahel 5 plus irgendwie am Start, also wo ja auch wieder die westafrikanischen Staaten oder einige der westafrikanischen Staaten insgesamt dazukommen. Und meine Frage ist, wird das überhaupt so wahrgenommen als nochmal eine Differenz, also deutsch, französisch oder überhaupt europäisch, oder ist das immer derselbe Reflex, der das dann zum Scheitern bringt, weil es ja auch letztlich immer um dieselben Interessen geht. Also ich würde pauschalisieren natürlich jetzt, wenn ich das Konzept anschaue, steht da auch viel anderes drin. Genau. Das wird ja offenkundig nicht wahrgenommen, also was da die Bemühungen sind und was auch die Interessenspolitik sind. Mm. Die lagen da immer gleich. Mir ist das nochmal aufgefallen, dass man ja auch dort wieder Benin sozusagen da als Land, Senegal als Land mit einbindet zum Beispiel und so weiter, also was ja früher auch bei den eigenen Bemühungen schon mal gescheitert ist. Also sind es immer dieselben Reflexe und oder hat das auch irgendeine Chance oder sollte die europäische Seite hier gleich kapitulieren? Ich glaube, es gibt schon eine sehr klare Unterscheidung zwischen die Rolle Frankreichs und die Rolle zum Beispiel der USA und Deutschlands und Italien. Zum Beispiel, also im Fall zum Beispiel von Niger. Die US-Soldaten, USA-Soldaten dürfen in Niger bleiben, nach wie vor. Und es besteht überhaupt kein Problem zwischen der jetzigen Regierung und die USA. Die Italiener auch, die Deutschen auch, die dürfen bleiben. Also wenn Sie jetzt sagen, okay, Frankreich ist weg, also wir gehen mit, das ist etwas anderes. Das ist etwas ganz anderes, auch Solidarität mit Frankreich vielleicht. Aber ich glaube auch, dass mittlerweile die Deutschen, Italiener auch, die USA sich allmählich von der Politik Frankreich trennen, weil die schon gemerkt haben, dass da läuft was nicht gut. Der französische Präsident hat auch bei einer seiner Interviews war genervt, weil man ihm immer gesagt hat, also ihr Franzosen solltet vielleicht mal die koloniale Seite eurer Geschichte mal schlagen. Nein, wir sind dafür Demokratie und das müssen wir auch machen. Also eine Art missionarische Berufung, die er plötzlich entdeckt hat für sich, sozusagen, aber die von den anderen nicht wahrgenommen wird. Und im Falle des Tschad, das habe ich schon beim letzten Mal auch gesagt, der deutsche Botschafter hat dezidiert gegen die Position von der Regierung und von Frankreich in der Öffentlichkeit. Ja, und dafür wurde er ausgewiesen. Ja, bis heute gibt es, mal, soweit ich weiß, keine deutsche Botschafter im Tschad. Also da gibt es auf beiden Seiten schon Unterscheidungen. Auf Seite der Regierungen dort vor Ort und auf Seite auch der Europäischen Union und der USA. Mit Russland und mit China gibt es soweit keine Probleme. Soweit. Da waren wir auch beim letzten Mal schon. Da müssen wir vielleicht an anderer Stelle auch weitermachen. Ich danke zunächst für Ihr großes Interesse und für die Teilnahme und freue mich, Sie beim nächsten Mal auch in der Bühnenbeziehung hier wieder zu sehen und beim übernächsten Mal dann auch mit Empfang zu einem etwas größeren Forum. Also vielen Dank, vor allem an unseren Redner.